Jetzt wird's richtig pixelig und brutal! Schönen guten Tag, herzlich willkommen, werte Zuschauer auf Rocket Beans TV. Ich hoffe, ihr seid zart beseitet, denn wie ihr es gehört habt, es geht hart her. Ich darf mal wieder euer Gregor sein, wunderschöne mannigfaltige Spiele aus der Welt der Retro-Games euch zeigen, die unter anderem, ich glaube, von denen, die wir hier heute haben, ist nicht so ultra viel drin, zumindest angeschnitten, aber einiges noch beim ABC der Videospiele im offiziellen Retro-Club-Buch natürlich so zu sehen. Seit einiger Zeit erhältlich, von euch sehr gut angenommen. Und da gebe ich ein großes Danke zurück, dass ihr das Buch so positiv aufgenommen habt. Und ich hoffe, die Leute, die es noch nicht gemacht haben, können es auch noch machen. Dann haben sie ein schönes Begleitstück zu den ganzen Action, die wir hier auf dem Sender zeigen. Und heute, wie erwähnt, geht's um übertrieben brutale Pixel-Games. Ich habe vor einiger Zeit, ich glaube mittlerweile schon ein Jahr her, wo ich spiele, dann noch mal in den Fokus reingepackt habe. Weil ich meine, du hast in Horror und Splatter und so weiter Games so diese ganzen üblichen Verdächtigen immer, die Silent Hills und die Resident Evils und die Splatterhouses und so weiter, die alles coole Games sind, aber natürlich häufig schon mal durchgekauft. Und manchmal stößt man aber über Spiele A, ja, die hatte ich ja jetzt überhaupt nicht auf den Blick, und oh, was machen die denn da? Oder manche Games, spielst du sie und denkst, ja, ist alles entspannt, aber boah, what the hell? Ist ja noch mal ein kleiner Brutalitäts-Pixel-Art-Überschuss. Und ja, das haben wir im letzten Jahr in der Folge nochmal gemacht, wo ich verschiedene Spiele gezeigt habe, die ein bisschen brutaler gewesen sind, als wie man es sonst gewöhnt ist. Und heute wollen wir das auch machen, einen Querschnitt durch die Welt der pixeligen Splatter-Spiele, die vielleicht nicht jeder direkt auf dem Radar hat. Wir lassen mal die erste Matz laufen. Sowas wie hier ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Soft and Cuddly lautet der Name dieses ZX Spectrum-Spieles. Wie ihr seht, ein Sidescrolling-Jump'n'Run, was aber... ja, trotz der kruden Grafik, die auf dem ZX Spectrum dargestellt werden konnte, einfach mal, ich weiß da nicht, was für abstruse, gruselige Splatter-Szenen da ablaufen, aber es ist gruselig auf jeden Fall. Und das ist so ein Mittel, natürlich, man hatte nicht viel mehr Fähigkeiten, was man technisch aus so einem ZX Spectrum rausholen kann, aber, ne, oder was ist das hier, ein Torture-Device und so weiter. Nichtsdestotrotz hat man sich was getraut und gesagt, lass mal gucken, wie wir den Bereich der Medien und der Unterhaltung mal videospieltechnisch abbilden können. Und auch hier sowas, ja, es heißt Soft and Cuddly, natürlich ironisch der Titel, aber wenn du da gar nicht drüber nachdenkst und es dir holst, dann machst du an. Und da ist zum Beispiel auf einmal, ja, läufst du da herum, gehst an diesen Sachen vorbei und kriegst auf einmal diese Horror-Action zu sehen. Das kann durchaus bei dir als Gamer einen gewissen Geschmack dann dafür entwickeln. Hier, boah, holy shit, ein Zombie-Gesicht dann nochmal mit rausgekommen, ne? Und ja, übertrieben brutale Spiele, übertrieben in der Richtung, hätte es jetzt nicht in der Richtung gebraucht für einen Jump'n'Run, aber es macht nochmal ein bisschen was anderes draus. Und ein sehr gutes Beispiel dafür, wir gehen aufs Ingame einmal drauf, 1989 rausgekommen von SNK, vor dem Neo Geo noch, ist SAR Search and Rescue. Neo Geo natürlich, oder SNK, bekannt für große Actionspiele, auch vor Neo Geo Zeiten. Das hier ist ein Top-Down Run and Gun, nicht unähnlich zu Ikari Warriors beispielsweise. Gibt's unter anderem auch in der SNK Arcade Collection als Download. Mittlerweile eines der Spiele, die danach gesetzt wurden. Ja, stell dir vor, ihr seid zu zweit unterwegs und im Weltraum, auch vielleicht so ein bisschen Alien-Syndrome kann man auch nochmal mit reinnehmen. Überall Aliens, Mutanten und so weiter, und man selber hat nur Knarren und muss sich denen erwehren. So, mutierte Menschen und Aliens, die unterwegs sind, alles klar, da, Zombies, oh Gott, ich schieß mal auf den, what the hell geht denn da ab, holy shit, also seht schon, das Spiel, auch wenn es versucht, ich weiß nicht, ob das so eine bewusste Entscheidung ist, zum Beispiel den Brutalitätsfaktor zu senken oder zu erhöhen, weil das alles natürlich nochmal ein bisschen sci-fiiger wird, aber diese Zombies, die sich daran jagen, splattern in schönster, bester Pixel-Art-Qualität da entlang. Und dieses Spiel hat tatsächlich, also die Grafik ist auch ganz schick, also 1989, ja, da habe ich durchaus aus der Zeit und der Ära nicht so gut aussehende Spiele wie das hier gesehen. Zieht ordentlich vom Leder, ne? Mit verschiedenen Wegen, wo man unterwegs sein kann.
Das Spiel hier, jetzt gerade, ich habe die Möglichkeit, Twin Stick in der Form zu machen, dass ich meinen Charakter drehen kann. Ihr seht also, ich kann in verschiedene Richtungen den Charakter hier drehen und schießen und dadurch auch die Möglichkeit, mich also nach hinten zu bewegen und zum Beispiel in eine bestimmte Richtung zielen. Natürlich wurde ich jetzt einmal von den Zombies angeknubbert. Das brauchen wir nicht. Auch mechanische Gegner mit dabei, aber der Splatter ist natürlich noch um einiges beeindruckender, wie er hier dargestellt wurde, als wenn man die mechanischen Leute, und die wurden von einem Zombie gesteuert. Ja, nochmal hier in, ja, sich verwandelt in, was ist das? In Aliens, in Xenomorph. Okay, das auch im schönsten Rosa dann durchsplattert und das wegmacht. Und ja, ne, also ich kenne zwar einige solch geartete Spiele, ne, dass man auch durchaus auch mal ein bisschen härter da umgeht. Das ist ja auch eine harte Thematik hier im Weltraum und Mutanten und Aliens, die dir alles was Böses wollen. Aber wenn ihr aus einer Welt kommt, Alien Syndrome zum Beispiel hatten wir erwähnt, das von Sega, das nicht so sehr anders gestaltete Spiel. Da habt ihr zwar nicht jetzt diese schmale Perspektive, sodass ihr noch mal ein bisschen mehr Traversal habt und ihr könnt auch noch Leute retten, die dann gefangen genommen wurden von Aliens sozusagen und muss den Endboss besiegen, also ein bisschen schon in der Richtung. Aber das war auch nicht so weit dahin. Ich glaube, wann war Alien Syndrome? 86 oder so, die Arcade-Version? Das ist jetzt 3 Jahre später. Und so knallig Alien Syndrome schon war, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer hier, was man hier darstellungstechnisch und splattertechnisch noch machen kann. Und ja, wenn ihr es euch selber anschauen wollt oder mal ausprobieren wollt, könnt ihr es auch zu zweit spielen, aber ansonsten in der SNK Arcade Collection. Wie auch erwähnt, nicht direkt in der Spieleliste drauf, wenn ihr das Spiel so dann reintut, sondern ich habe es damals auf der Nintendo Switch diese Collection gehabt, also wo dann die SNK-Spiele drin sind, die vor dem Neo Geo entstanden sind. Da haben sie ja durchaus eine durchaus illustre Spielebibliothek schon mal aufgebaut. Und da war das hier nicht mit drin, aber SNK haben dann irgendwann mal in dieser Collection nachgeliefert. Man kann also in den Wii Store, in den Switch Store rein. Ich denke mal auch mal für die anderen Versionen, die rausgekommen sind, aber ich kenne es nur von der Switch, kann man das als DLC sich dann raussuchen, aber kostenloser DLC war es. Ne? Also da musste ich zumindest nicht extra dafür was berappen. Und es lohnt sich tatsächlich gerade so ein schönes Add-on. Keine Ahnung, warum es von Haus aus nicht dabei gewesen ist. Vielleicht waren es auch logistische Sachen. Komm mal ein Continue oder ja, machen wir mal ein bisschen weiter, weil Spaß macht es schon. Ah, was willst du von mir? Lässt du mich mal vorbei? Schön, dass du mich vorbeilässt. Hier. Einfach durch die Tür. Ich muss den ja auch nicht bekämpfen, wenn ich nicht sein muss. Oh, jetzt sind wir bei Schleimblobos gelandet. Mal sehen, ob ich euch. Oh, okay. Splattert auch auf die Alien-Augen raus. So, ich habe übrigens auch noch, das habe ich hier ein bisschen selten eingesetzt, aber ich habe noch einen Ausweichmove, um an denen hier vorbeizugehen. Oh, und hier haben wir mechanische Hände, die warum auch immer irgendwo aufgetaucht sind. Ihr müsst mich nicht aufhalten. Ja, wir werden gleich uns noch mal ein paar andere Spiele angucken, aber okay, dann belassen wir es bei dem Continue hier, weil das ist ein Spiel, was man dann auch noch mal länger und weiter zocken kann. Aber ja, das ist ein Beispiel dafür für ein Game, was noch mal durch diesen extra Kick an Pixelsplatter, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr euch was gezeigt hat. Das war jetzt ein Top-Down-Run-and-Gun-Shooter. Das nächste, was wir sehen, würde ich fast schon eher sagen, okay, auf den ersten Blick könnte man denken, es ist ein bisschen ähnlich, aber an sich, dieses Spiel ist eine Abart eines Vertikal-Shooters, also eher die Shoot-em-ups, wo ihr mit dem Flugzeug unterwegs seid und dann in vertikaler Richtung dann anfangt zu ballern und Gegner wegzuhauen. Von denen, also die meisten natürlich, die haben dann mechanische Gegner, dass man ja als Raumschiff unterwegs ist und dann andere Raumschiffe wegballert oder irgendwelche Alien-Gebilde im Weltraum. Aber meist sorgt das für Explosionen, ne? Und weniger für die Art, wo dann dann Pixelsplatter und andere Sachen nötig sind. Dieses Spiel allerdings, das wird's ein bisschen anders machen. Wir gehen aufs Ingame einmal drauf. Was ihr da sehen könnt, ist ein Spiel von, es war, glaube ich, Cave damals, die berühmt sind für viele von den Shoot'em-ups, namens Guvange. Komischer Name, ne? Aber so ist es dann übersetzt hier. Was ein bisschen so japanische Mythologie und Dämonen als ja, ins Zentrum gestellt hat. Das sind die Charaktere, die ich mal aussuchen kann. Ich nehme mal das Mädel mit dem Wolf jetzt hier. Und wie wir es bei dem anderen hier gesehen haben, hier wird, glaube ich, hier nochmal erklärt so ein bisschen, aber ich laufe jetzt selber rum. Anders als bei anderen Vertikalshootern ist man hier auch als Charakter nochmal. Aber es war so, ne? Gehen wir nochmal einmal hier kurz rein. Übrigens sehr, sehr schöner Style. Ihr seht, ich bin auf dem Boden hier unterwegs, aber
Ich steuere die Figur hier dann eher wie ein klassisches Shoot'em'up. Also die haben es eben wegen dem Styling so gemacht, dass man auf dem Boden da unterwegs ist. Aber es fühlt sich und spielt sich genauso an und spielt sich, als ob ich gerade fliegen würde. Und ihr habt es jetzt auch schon ein bisschen gesehen. Ja, ne, so japanische Fantasy-Thematik und alles drum und dran. Aber wenn es um menschliche Gegner geht, die man dann weghauen kann, da kommen natürlich auch viele schöne Münzen, die ich dann mitnehmen kann und Bullet-Explosionen. Diese roten Blutfontänen, das ist schon ordentlich. Das habe ich in der Form auch sehr selten bei Shoot'em'ups gesehen. Ich muss hier ein bisschen aufpassen. Aber mal hatte ich nicht auch. Genau, lass uns mal kurz ein Super-Special hier reinzuholen. Weil das kann man schon ein bisschen so in die Richtung Bullet Hell, Danmaku oder so, wie die heißen, dann mit reinnehmen. Weil ihr seht schon, eine recht hohe Projektildichte mitnehmen kann. Und das muss man aufpassen mit den Ausweichfähigkeiten. Aber Cave waren schon herausragend, was Shoot'em'ups angeht. Und gerade auch welche, die dann im Bullet Hell respektive viel Projektilbereich drin sind. Aber dass sie sowas in der Richtung gemacht haben, das ist schon mal ein anderer Schnack. Und ihr seht auch noch dann die Leichen, die unten sind. Selbst diese Fledermäuse, also sieht nicht so aus, als dass die so viel Blut drin haben, wie es da gerade ergeben wird. Und wir haben es zum ersten Boss geschafft. Lass uns hier mal, sind das Puppen oder sind das Tänzerinnen, die drumherum? Ne, wahrscheinlich sind das Priesterinnen, wo ich aufpassen muss. Aber ich wünschte, ich hätte noch die Reflexe, um richtig gut Shoot'em'up abspielen zu können. Da gibt es einen sehr schönen YouTube-Kanal übrigens, den ich empfehlen kann. Also es gibt natürlich für jedes Genre dann spezialisierte Leute, die gerade auf YouTube sich auch nochmal austoben. Aber falls schon mal über den Schmapp-Junkie gestolpert sein, also Shoot'em'up in der Kurzfassung Schmapp-Junkie, was rausschaut, auch ein YouTuber, der insbesondere, ich glaube, einer der größten Fans ist, die ich je im Shoot'em'up-Bereich gesehen habe, der auch fast alles bei sich daheim hat, zuletzt ein 3,5-Stunden-Video rausgebracht, wo jeder Shooter der PC Engine besprochen wurde. Und ab und zu auch mal eine Tendenz, also müsst ihr schon, wenn wir schon eine Empfehlung oder sowas aussprechen sehen, der macht ab und zu auch mal so YouTube-Skits oder diese YouTube-Gags. Muss man gucken, ob das der eigene Humor ist oder nicht. Aber wenn es in die Spielebesprechung reingeht, glaube ich, habe wenige Leute dann auch online da nochmal gesehen, die so gut verbalisieren können, was das Besondere an einem speziellen Shooter ist oder wie sich das spielerisch äußert. Sehr introspektive Analysen. Kann ich also sehr empfehlen, wenn man mit dem Genre sich dann auch beschäftigt. Und ich spiele die Dinger immer wieder ganz gerne, aber selbst damals, als ich noch die guten Reflexe habe, waren es auch nicht die besten, vergleichsweise. Und immer wieder, wenn man es mal ein bisschen probiert, so ein bisschen kommt es zurück. Aber ich merke dann auch schon, da gibt es Leute, die so ein bisschen besser drauf sind. Ja, aber sowas ist mal Fun, ne? Das geht ja hier richtig ab. So, machen wir auch hier Gott, diese Blutfontänen, ey. Haut mich ordentlich hier weg. So, machen wir den Special nochmal hier. Und da, was ist das? Ein Wal mit einem Auge, mit einem riesigen Auge. Will ich da weg? Ist das schon ein Boss hier? Sieht ein bisschen so aus. Oh Gott, was ist hier? Jetzt kommen Meteoriten bei uns an. Ah, verdammt. Aufpassen, aufpassen. Und da! Der Wal in viele kleine Augen explodiert. In kleine blutige Augen, die mich nicht vorbeilassen. Komm, hauen wir euch auch hier nochmal ein bisschen weg. Ich würde gerne von euch wissen, hey, blutige Shoot'em'ups, habt ihr noch ein bisschen mehr dann so im Auge? Weil Guwange ist tatsächlich eins der wenigen, wo dann so ein Pixel-Splatter-Faktor, jetzt hat es mich tatsächlich gefetzt hier, so ein Pixel-Splatter-Faktor nochmal hochgehalten wurde, auch wenn es, ja okay, selbst die Spinnen, die armen Spinnies, sind hier voll mit Blut gesaugt. Was kennt ihr denn sonst noch an Shootern, klassischen Shootern, die gerade nochmal hier drauf gesessen haben? Okay, das ist ein Tausendfüßler, oder? Und ein bisschen Centipede hier. Blop, 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 blop. So, von hinten aus ist aber ein magischer Tausendfüßler. Der hat so ganz viele Zeile, die hier rumwürgen. Okay. Komm. Ah ja, hab ganz vergessen, eigentlich, ich habe nur noch mein Projektil hier, habe ich gar nicht benutzt. Mit dem Charakter, mit dem ich unterwegs bin, kann ich auch noch. Das ist, glaube ich, der Geisterhund, den ich hier rausgeschickt habe, der Geisterwolf, den ich nochmal als Projektil nach vorne schicken kann. So. Kriegen wir den noch hier? Den kriegen wir noch hin, ne? Oh, verdammt. Komm, seine Energieleiste ist nicht mehr so hoch.
Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Gute Hitbox. Ah, einmal getroffen. Okay, und in einer riesigen Blutfontäne geht er runter und seine Körperteile fliegen in Explosionen von uns weg und sind zu Kleinholz geworden. Das sollte es gewesen sein von Guvange. Ja, kann man natürlich noch ein bisschen länger und ein bisschen weiterspielen. So, jetzt haben wir ein Top-Down-Run-and-Gun, was im Weltraum blutig Zombies gesplattert hat. Dann ein Fantasy-blutiges Japano-Shoot'em-up. Was ist das nächste Genre, was wir eigentlich? Eigentlich könnte ich die ganze Folge mit Beispielen davon füllen. Aber natürlich die Fighting Games. Mortal Kombat sei Dank. Mann, wir haben ja Erfolg mit brutalen Fighting Games. Da können wir ja selber eins machen, dachten sich sehr, sehr viele Leute und machten es dann auch. Aber nicht so gut, muss man leider sagen. Gehen wir aufs Ingame drauf. Da haben wir Blood Warrior von Kaneko. Ich habe mal eins rausgehauen. Oh, gucken wir mal Exhibition, können wir vielleicht mal schauen. Okay, die Charaktere, ich glaube, die sind schon zu einem Teil gerendert. Und ihr seht, mit jedem Schlag, also hier bei denen hier, jetzt noch nicht, aber hier schon, eine ordentliche Blutfontäne. Manche Spieler haben sich dann gedacht, okay, wir brauchen auf jeden Fall noch mal extra Brutalität. Was können wir jetzt hier reintun? Na, und ich habe das mal hier rausgesucht, weil es teilweise auch wirklich mal enorm ist. Unser der linke Charakter hier mit dem riesigen Ninja-Stern, der dann den Kabuki-Gur, nee, also Goemon soll es sein, also Goemon Ishikawa, der Robin Hood in Anführungsstrichen der japanischen Geschichte respektive Mythologie, der hier als brutaler Fighting-Kämpfer dabei ist. Ich meine, was liegt denn da für eine Suppe da jetzt unten, ne? Hat man sich überlegt, wie viel können wir denn noch mal, Alter, auch diese Charaktere hier, ne? Denke ich, glaube ich, nehme mal hier Kazumi, ja, Freddy Krügerin. Und gegen, oh, da war ein Kappa. Oh, ich hätte den Kappa nehmen sollen. Na, nehmen wir mal Kazumi gegen Arashi, den wir gerade hatten. Ob es dem Spiel zuträglich war oder nicht, ganz egal, Hauptsache, wir können noch mal Blut hier zeigen. Und ganz im Ernst, selbst so viel einmal wie Blut nach einem Schlag bei dem Charakter hier dann so weggeht, das ist ja, also, der müsste ja doch längst da verblutet sein. Und mit meinem Finisher hier habe ich ihn, nee, geköpft habe ich ihn nicht, aber ich habe ihm die Halsschlagader durchgesägt. Das heißt, er muss kurz durchatmen und ist dann wieder voll auf dem Damm. Ich glaube, wir müssen gleich mal den Kappa ausprobieren. Komm, ersten Kampf habe ich gewonnen. Lass mich wenigstens den zweiten gewinnen, weil ich will den Finisher machen. Oder zumindest einen der Finisher. Selbst die Charaktere im Hintergrund, wahrscheinlich auch Entwickler, die gesagt wurden, zieht euch mal an, damit wir ein bisschen Hintergrundbeschauung haben. Aber nur in schwarz. Oder in gräulich, ne? Weil Farbe nimmt zu viel Speicher weg von vom Arcade-Automaten. Ah, tritt mich doch nicht so. So, ich glaube, habe ich jetzt noch einen Finisher oder war das? Da, Finish. Okay. Habe ich einfach den Oberkörper weggesäbelt? Der Rest steht da und ganz im Ernst, so viel Blut kann denn. Mach das nicht, das hat mir jetzt gerade am meisten Angst gemacht. Diese Winde-Animation. Ah, da ist der Kappa! Okay. Das ist ja fantastisch. Sanpei. Okay. Und er ist einfach mal Dalsim, der Kappa hier. Und der Kappa blutet auch ohne Ende. Das ist natürlich die japanische Mythologie-Version des Kappa. Was blutet der denn auch da so viel? War ja so, aber korrigiert mich da gerne, werte Japanologen da draußen. Kappas waren doch mythische Wesen, denen angedichtet wurde sozusagen, dass sie, dem wurde sozusagen die Schuld gegeben, wenn Kinder damals ertrunken sind in Japan, ne? Dass da die Kappas sie ins Wasser reingezogen haben und bezirzt haben oder so, oder dann eben diese gefährlichen Wassergeister sind. Passt bloß auf vor dem Kappa. Mittlerweile natürlich alles super verniedlicht und in tausend andere Sachen, wobei der ist hier weniger niedlich, den wir hier sehen. Alter, was geht da? Auch schon gesagt, korrigiert mich gerne in den Comments, werdet Japanologen, ihr habt es bestimmt so ein bisschen konkreter drauf als ich. Hier ist er, ein Fighting-Game-Charakter und, mal sehen, können wir ihn auch wegsäbeln. Finish. Er wird zu Blutsuppe gemacht. Oh nein, wisst ihr, was jetzt gleich kommt? Liegt er da unten damit? Mach das weg, bitte! Es reicht. Wie sehr mich das erschrocken hat. Holy shit. Blood Warrior war mal ein Beispiel dafür. Und auch
Ey, hätt's diese Blutfontänen gebraucht? Wahrscheinlich schon, muss ich sagen, weil sonst ist nicht so viel am Spiel dran. Leider. Ne? Ich hätte auch, wie schon erwähnt, diese Folge wahrscheinlich wieder komplett mit brutalen Fighting-Games füllen können, von denen ich auch schon einiges gezeigt habe. Lass mal kurz die nächsten Mats laufen. Eines, das ich zumindest noch mal rauspacken wollte, ist ein Spiel namens Bloodstorm, auch in den Arcades rausgekommen. Und da gleich schon mal ein krasses Intro. Ich habe mal ein paar der Finisher für euch zusammen gemacht. Bloodstorm, wenn ich mich nicht irre, müsste aus der gleichen Schmiede entstanden sein wie Time Killers. Ein anderes Game im Kielwasser von Mortal Kombat, das, wo man sich durch die Zeit gemordet hat. Hier sieht man die paar verschiedenen Finisher, die man machen kann. Und ja, das geht auch hier ordentlich ab. Je nachdem, mit welchem Charakter man wie wo unterwegs ist, Stage Fatalities. Während der Kämpfe konnte man auch, wenn man strategisch dann entsprechend die Moves gemacht hat, auch Körperteile absäbeln während des Kampfes. Dann schön Ritter der Kokosnuss-Style, wo sich die anderen Kämpfer dann gedacht haben, ist eh nur eine Fleischwunde. Na, das kriege ich noch mal so hin. Wer braucht schon zwei Arme und ein Bein? Kriege ich auch mit einem Bein hin, das passt schon. Und ja, hey, ich bin auch ganz froh, dass diese Zeit vorbei ist, der ultra brutalen Prügler. Insbesondere, weil wir Pixelart natürlich nicht mehr so in der Form vorherrschend haben. Wer seinen Fix noch braucht, der kann sich ja noch die aktuellen Mortal Kombat-Sachen angucken. Aber gebe ich es auch unumwunden zu, auch wenn ich natürlich Horrorfilm-Fan und den ganzen anderen Sachen bin, aber Mortal Kombat ist mir schon eine Spur zu hart, glaube ich, mit den neuen Sachen, ja. Was die dann an realistisch aussehenden Splatter-Effekten jetzt mit dieser hochaufgelösten Grafik von heute dann reinpacken. Meine Herren, das ist schon ein harter Tobak. Härter als das hier noch, was wir hier gesehen haben. Also, Prügelspiele haben wir gemacht. Gehen wir rüber zu den Lightgun-Shootern oder zu den Rail-Shootern, besser gesagt. Und können wir aufs Ingame dann mal drauf gehen. Wir sind in den Arcades wieder unterwegs. Sind hier schon ein Steuerkreuz, was wir steuern, von Sammy. Natürlich gibt es auch splatterlastige Rail-Shooter. Sammy präsentiert, Sammy, mittlerweile die Mutterfirma von Sega, oder? Ne? Sega, Sammy, pass auf. Zomp, oder läuft er weg? Zombie. Da läuft er weiter weg. Zombie mit IE. Oh! Raid! Zombie Raid! Da! Armer Farmers Junge. Da hat sogar die Wand geblutet. Diese Nacht. Oh, er sagt es sogar nämlich an den Albtraum. Ein kleines Dorf hatte eine große Katastrophe. Jeden Abend wurden Gräber geschädigt oder geschändet und Leute entführt. Und sogar die Polizei konnte nichts machen. Mein Name ist Edward Windsor. Ich bin ein miserabler Detektiv. Als ich über diesen Fall informiert wurde, als man mir diesen Fall zugetragen hat, war ich nicht interessiert in Monsterjagend, aber ich brauchte das Geld und habe den Job zögernd angenommen. Das ist eine Story. Okay. Let's do this. Zombie Raid. Also Lightgun-Shooter. Ja. Ich behelfe mich hier mal, weil ich hier keine Lightgun an dem Fernseher dran haben kann, mit dann Analogsteuerung. Muss ich mal kurz gucken. Ja, okay, so. Also werde ich eventuell ein paar der Charaktere nicht so gut dann kriegen, weil das doch eine höhere Geschwindigkeit braucht als hier. Aber wir arbeiten schon ein bisschen durch. Da, wir können schon mal uns hier den Anfang angucken, inklusive Credits. Was man Zombie Raids anrechnen kann. Also, ey, schön, dass auch mal du ein bisschen so, ja, Gothic Horror dann als Shooter, Lightgun-Shooter-Elemente haben kannst. Natürlich mit ordentlichem Splatter-Effekt mit dabei. Aber es ist doch die japanische Art von Horror, ne? Also speziell, wo du dann auch sagst, na, Damasch. Und die splattern auch in diesem typischen, erinnert mich auch schon ein bisschen so an George Romero. Nein, erinnert mich so an die, an das, was wir über Search and Rescue hatten. Dieses knallige, obwohl jetzt hier wieder rot, aber vorhin war schön knalliges rosa Blut, was wir gesehen haben. Oh, Penalty, das war wieder. Warum läuft der über den Friedhof, wo ich gerade am Ballern und Zimmer bin? Oder sowas. Also, es ist die japanische Art von Horror. Sind das auch Zombies, die da mit den Knarren kommen? Sie sagen. So. Weil warum wollen die mich denn umbringen, wenn es keine Zombies sind? Aber ich splatter sie schon dann ordentlich zu Moose. Ne?
haben wir dich hier dann einmal kurz weg. Wie gesagt, das, normalerweise dadurch, dass die Steuerung jetzt hier auch ein bisschen langsamer ist. Ich werde ein bisschen öfters getroffen, aber zum Glück können wir Münzen hier nachwerfen. Deshalb können wir mal kurz hier auch einfach den kompletten Friedhof der Grabsteine entledigen. Dem wir einfach alles wegballern. Ach, halt die Schnauze. Du standst da so, als ob du beschossen werden möchtest. Ja, haben wir mal ein bisschen Geld hier rausgeholt. Da. Ja, auch ein vergleichsweise langer Level. Oh, und da war ein Zomb dahinter. Ne? Machen wir hier rein. Und der ist direkt vorne hier rausgekommen. Das ist natürlich ganz interessant. Och, komm, lauf doch da nicht durch. Mein Kollege. So. Das wir mitnehmen. Diese Parts, mal so in eine Richtung scrollen, ganz viele Gegner kommen, ähnlicher Look. Erinnert mich an, hieß es Corpse Killer? Dass wir auch mal, ach komm, du stehst, was hast du denn da auf dem Friedhof gemacht? Ja, hast du mit jemandem wieder geschäkert hinter dem Grabstein? Corpse Killer auf dem Mega-CD. Oh Gott, jetzt haben wir nur die Beine weggeschossen. Hier, nee, der Rest geht noch weiter. Okay, kann ich nichts für. Ist seine Schuld. Und es sind, durch Ballern kommen Rosen raus. Na, ein Teil. Oh. Nee, dich lasse ich da mal jetzt leben. So, siehst du? Siehst du, wie freundlich ich war? Und vor allem, ich stehe jetzt vor meinem Grabstein. Solche Passagen, ob bei Corpse Killer oder hier, wo auch einfach ein Weg die ganze Zeit ging und immer nacheinander alle möglichen Gegner wegballern muss. Ja, das würde ich mir lieber kürzer wünschen. Hier natürlich nehme ich meinen eigenen Grabstein, den sie schon mal aufgestellt haben, falls ihr gesehen habt, das war nämlich der Name, den ich eingetragen habe. Ist jetzt mein Schutzschild, den ich benutze. So, da, genau. Ja, wer auch immer diesen Grabstein schon mal fertig gemacht hat und ich versuche den Schutz der Gegner hier weggeballert. Ja, die euch kriege ich alle. So, nächster Part. Aber noch ganz nettes Splatter-Effekt. Hätte vielleicht nochmal, also so Größe ist da einiges da. Vielleicht nochmal eine zweite Animationsphase, weil es sind ja fast Standbilder, die man hier sieht. Ja, obwohl ein bisschen animiert ist, insbesondere wenn sie nah dran sind. Da, 1886 bis 1914. Schieß drauf. Mein Grabstein. Oh, nee. Da. Der Typ hat ihn weggeballert da unten. Und Werwölfe auf den Bäumen. Natürlich. Da stand gar nichts im Wetterbericht davon, dass Werwölfe in den Bäumen hängen und von einem Baum zum nächsten springen. So wird wieder ein Schuh draus. Da ist einiges Zeug drin. Mal gucken, ob wir den Level noch beenden können oder zumindest irgendwo da noch was anderes kommt. Ja. Auch solche Sachen. Hey, macht Spaß. Ich glaube, so viel mehr als einmal sich die ganzen coolen Sachen hier angucken, die sich ausgedacht haben, einfach abstruses Zeug. Schaut euch dazu gerne auch die anderen Folgen an, wo es dann um Pixel-Splatter-Spiele und andere Sachen ging. Gab es ja auch ein paar Folgen, wo Schrott zum Beispiel mit dabei war. Haben wir uns ja auch vergleichbare Games dann angeschaut. Einmal die Kreativität angucken, ne? Die verrückten japanischen Ideen, die da reingepackt wurden. Weil, wenn sie was gemacht haben bei sowas, ist sich austoben. Das kann man ja immerhin mal wertschätzen. So. Alter, wie viele von denen hängen denn in den Bäumen rum? Was ist denn das? Na? Achso. Ah, eine Münze. Komm, ein Credit machen wir noch. Ich dachte, eventuell sind wir gleich schon mal bei einem Boss oder sowas. Aber hier fliegen ja so viele. Warum? Das ist dann schwierig, die auch richtig zu erwischen. So, jetzt so schnell, aber komm, jetzt kommt ein großer Boss bestimmt. Grabstein. Oh, nee, jetzt sind wir wieder unten. Wehe, du fängst jetzt dann wieder. Oh, jetzt scrollt er in die andere Richtung. Okay, wir machen das Leben zu Ende und dann reicht das schon. Jetzt kommt ein geiler Boss. Nee, oh, ein Hütsche. Da möchte ich noch sehen. Ah, shit. Coin Error. Okay, und das wollte ich nochmal eine Münze nachwerfen. Hat natürlich uns jetzt diesen Cliffhanger beschert, aber dann reicht das auch. Was würde uns wohl erwarten in der Hütte? Bestimmt gruselige, splatterige Sachen, wie wir sie sonst auch gesehen haben. Schreibt's in die Comments rein, wenn ihr es wisst, ne? Was da abgegangen ist bei Zombie Raid in der Arcade. Ich habe noch so einen Lightgun-Shooter in Anführungsstrichen für euch, weil wenn wir den jetzt auch mit dem Controller spielen. Allerdings erwartet nicht so eine grafische Qualität, wie wir es hier gerade aus der Arcade hatten, sondern wir sind auf einem Sega Mega Drive. Da gab's ja auch eine Lightgun, den Menacer, glaube ich, hieß er damals, als Gegenstück zum Super Scope von Super Nintendo, was ja so eine Bazooka war aus Plastik, sich holen konnte. Der Menacer war eher eine klassische Lichtpistole.
Hab dann so viele auf dem Mega Drive, habe ich da damit auch nicht gesagt. Wir schauen uns jetzt einmal Body Count an. Bin mir auch gar nicht sicher, ob das überhaupt den Menacer hier unterstützt hat, aber es sieht aus wie ein Spiel, das ist normalerweise auch mit Lightgun hauptsächlich zu spielen ist. Wir werden den Controller jetzt haben. Wir können uns Optionen oder ein oder zwei Spieler aussuchen. Schwierigkeit Mittel mit L in der Mitte. Können wir, was haben wir sonst? Schwer, leicht, Mittel. Machen wir mal leicht, damit das einfach auch Feuerrakete A und B, okay, abbrechen. Damit wir die Gegner auch nicht so lange behaken müssen, wenn wir weitergehen. Und ja, Spieler 1 nimmt Controller 1 hier einmal. Und ihr seht, na, ähnlich das Konzept. Inklusive auch Splatter-Effekten, wenn wir die Gegner hier ranhauen. Allerdings nicht so, sagen wir, nicht so kleinteilig. Es sieht so ein bisschen so aus, wenn wir die Gegner anhauen, als ob da Marmelade so raus wäre. Wir holen uns natürlich nochmal hier Items dazu. Na, komm mal her. Und sowas ist immer, okay, wir haben es jetzt auch gerade in der Arcade quasi mit einer nahen Steuerung, also wir haben zwar immer noch den Analogstick hier verwendet, aber hier benutzen wir das Steuerkreuz. Ich fand immer so Heimvarianten, wo du das Steuerkreuz verwendest, sind nicht unbedingt dann die geilsten hier, ne? Weil sowas hier, Fadenkreuz oder vor allem mit dem Steuerkreuz ganz präzise zu dem Punkt hinkommen, wo du hin möchtest. Diese Spinne hier, ne? Das ist auch nicht unbedingt das Allergeilste hier. Und auch hier das Spiel, es ist an sich auch nett detailliert, sieht man hier. Also ich kann hier zum Glück ein paar der Granaten noch benutzen. Und nochmal die Special-Waffen hier hinzu. Aber solche Games würde ich eher semi empfehlen, dass man sie mit, also wenn du solche Games mit Joypad zockst. Also der Fun kommt für mich nur selten darüber, ne? Das heißt, man ist wirklich absoluter großer Shooting-Fan in der Hinsicht und möchte das auf dem Mega Drive auch so erleben. Ja, Bluteffekte haben sie auf jeden Fall hier nochmal extra reingetan, durch die Thematik des Spiels mit irgendwie, was ist das, Alien-Invasoren, hier komische Figuren, die alle natürlich in Marmelade explodieren. Der Gewaltgrad ist da, aber darstellungstechnisch musste man natürlich ein paar Konzessionsentscheidungen hier mitnehmen. Immerhin auch für Mega Drive Verhältnisse schön detailliert alles, hatte ich ja schon erwähnt. Kann man sich daran ergötzen. Aber jetzt, sobald du einmal diese Aliens zeigst, die an Gebälk hängen und jetzt kommen sie nochmal, nee, sind wir wenigstens unten angekommen, werden die x-fach wiederholt. Was machen die dafür Hadoukens bei mir, ey? Nicht nice bei euch. Ein bisschen Munition haben wir noch, Punktzahl, lass uns mal. So, das hier machen. Okay, lass uns hier durchziehen. Zackedi-zack, zackedi-zack. Alles hier weghauen. Auf jeden Fall ein Spiel, wo ihr gesagt habt, Muttern, geh mal aus dem Zimmer. Ich werde mal wieder Aliens zur Marmelade verarbeiten. Ist das schon der Ach, es geht noch weiter runter. Ziemlich großer Aufzug, ne? Wenn es ja immer weiter nach unten bringen. Zack, 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 zack. Weghauen, jetzt hängen die wieder am Gebälk. Die Leutchen, ey. Könnt ihr das nicht mal... Oh, Cola. Cola-Automaten kaputt gemacht. Machen wir noch kurz diesen Raum, in Anführungsstrichen, unter diese Palette an Gegner. Oh, ich habe auch meine... Ich habe auch meine Granaten verloren, deshalb kann ich leider nicht mehr so effizient da drumherum ballern. Muss denn... Wer lässt... Ach, da unten habe ich eine Granate. Komm, nehmen wir die. 10. Ah, so ist nice. So ist gut. Hier im Aufzug. Zack, 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 zack. Ein Glück, dass wir leicht gewählt haben. Sonst wird es alles ein bisschen anstrengender und länger sein. So. Okay, es reicht auch mal. Es geht dann noch weiter runter und noch weiter runter und noch weiter runter und nochmal. Die Gegner, die wir schon x-fach gesehen haben. Also bei sowas bevorzuge ich dann die Kreativität und natürlich den Detailgrad, den wir in den Arcades gesehen haben. Body Count, ein eher unbekannteres Spiel vom Mega Drive, aber Ballern und Brutalität waren natürlich auch im Heimbereich dann richtig soweit. Jetzt sehen wir gleich nochmal eine Matz, könnt ihr gerne gleich starten, werde Regie. Ein Zusammenschnitt von verschiedenen Clips aus verschiedenen Games. Hier sehen wir nämlich Elvira 2, The Jaws of Cerberus. Elvira ist natürlich eine Figur, die wir aus dem Fernsehen und aus dem Film kennen, die eigentlich Horrorfilme präsentiert hat, quasi als Host. Allerdings war sie auch quasi Patin für brutale Grafik-Adventures, wo man als Hauptcharakter, also mit Rollenspielcharakter unterwegs gewesen ist. Und was wir hier sehen aus dem zweiten Game, es gab viele verschiedene Todesarten, die man über sich ergehen lassen kann, ne? Wo dann auch man in jedem Moment quasi ableben konnte und dann, ihr seht den Hauptcharakter in verschiedenen Todesanimationen hier drin. Die
die beiden Spiele, Elvira 1 und 2, waren insbesondere eben für ihre kreativen Todesszenen da bekannt, die auch nochmal aufwendig animiert wurden. Und das ist auch so etwas, was ich natürlich nochmal euch speziell gerne zeigen wollen würde in der Hinsicht. Ich habe mal versucht, die nochmal ein bisschen ausführlicher heute zu spielen. Man muss schon gut Geduld haben, weil du auch häufiger abkratzen kannst und dann mal gucken kannst, wo kommst du richtig hin. Ein bisschen langwierig, also man muss schon Bock drauf haben. Aber dann wird man auch entlohnt mit solchen Sequenzen, wenn man eben nicht entlohnt wird. Also dadurch, dass man es eben nicht weitergeschafft hat und wieder nochmal gestorben ist. Zusätzlich zu dem, es gibt noch ein weiteres Spiel quasi auch, ich glaube, es sind sogar die gleichen Entwickler gewesen, namens Waxworks, was auch an der Schiene weitergemacht hat, was auch mit einer ein bisschen anderen Thematik aufgewartet ist. Auch hier eine bekannte Szene. Oh, was ist hier drunter? Ein abgetrennter Kopf. Oh mein Gott. Und er guckt mich auch noch an und lächelt und Blut läuft raus mit den Gurkenscheiben, die da sind. Ja, ne? Schönen Schockeffekte. Hier seht ihr Waxworks, was ein bisschen so eine andere Thematik hatte, aber nicht minder mit Pixelsplatter und Gewalt dann Todesszenen dargestellt hat. Und hier seht ihr ein paar verschiedene Arten, wie es den Hauptcharakter wegzimmern kann. Zerstochen, Steine drauf, dann Doppelmesser drauf, klar, ja, na, was soll's, ne, ist schon wieder abgelebt. Hier können wir ins Wasser fallen und werden von Alligatoren zerknuspert. So will man auch nicht aus dem Leben gehen. Oh nein, Indiana Jones hat uns platt gemacht mit seiner Kugel, die eigentlich für ihn gedacht gewesen ist. Was haben wir hier? Ein Rätsel, was nicht gelöst werden kann. Und natürlich kommen die Spikes von unten, ach, mitten ins linke Auge, oder? Nee, doch, rechte Auge. Dann rein. Und natürlich, oh, Polizisten, wo ist denn ihr Passierschein A38? Leider nicht da, werden sie gehängt. Nein, ich glaube, innerhalb der Story ist es so, dass sie haben dich erwischt und du wirst vor Gericht gestellt. Zombies gibt's natürlich auch. Slash hier, slash da, slash nochmal hier. Und Kleinholz wurde aus dir gemacht. Ein böser Zauberer, der natürlich dann auch Magie aus dem Auge. Und was ergab das für ein... Ah, jetzt sind wir alt geworden. Wir auch nochmal Indiana Jones, ne? Es war doch der Kelch eines Zimmermanns. Und wird natürlich immer crazier und abstruser, fast schon ein bisschen so Cthulhu-Alien-esque. Hier, ja, sollte man nicht unbedingt in den Tentakel rein, weil dann wird's auch nicht so gut ausgehen. Und Rituale, die dann sagen, ach, wenn du zwei Hände hast, dann brauchst du doch eine... Nur noch davon. Die andere nehmen wir gerne und mit der anderen schauen wir, was gerade los ist. Schreibt gerne auch in die Comments da rein, wenn ihr mal Erfahrungen gerade mit diesen Euro-Grafik-Adventures, wobei ist Elvira und Waxworks aus Europa gewesen oder war das ein Ami-Studio, was dran saß? Elvira war ja auch mehr in Amerika bekannt, weil da die Schauspielerin, die Elvira dargestellt hat, auch hauptsächlich im Fernsehen aufgetreten ist und eben in dem Kinofilm, den mehr Leute kennen. Aber sowas, das waren Spiele, die auch immer dann gerne ganz groß und ausführlich in den Zeitschriften damals gezeigt wurden. Aber nicht die brutalsten Screenshots. Man will ja noch, dass die Kinder sich oder die Eltern sich nicht beschweren, wenn sie sehen, was das Kind da so liest. Einmal die Adventures hier. So, jetzt gehen wir mal in Franchise Games dann rein. Und ich meine, damals... Ich nehme mich natürlich nicht von da raus. Actionfilme in den 80ern. Na, was hast du als Kind dann geholt? Ich bin in den 80ern eben Kind gewesen und in den 90ern Jugendlicher. Trotzdem in den 80ern gab es dann einen Terminator, da gab es einen Rambo und da gab es einen Robocop. Brutale Splatterfilme und so weiter. Das ist natürlich die VHS-Fassung, guck, wo sie nicht so gewalttätig gewesen sind. Wie kannst du noch mal ein härteres Spiel machen? Wir gehen aufs Ingame drauf. Indem du zwei dieser Franchises miteinander zusammenbringst. Ne? Jahre nachdem Robocop erfunden wurde, hat Cyberdyne System eine Benachrichtigung von Zack Norris bekommen, um das Skynet-Abwehrsystem zu bauen. Also Cyberdyne, genau. Okay, was hat Cyberdyne mit der OCP zu tun? Egal, auf jeden Fall, irgendwas geht falsch und alles drum und dran. Skynet ist da, aber Robocop ist da. Robocop versus Terminator ist das Spiel. Hier in der Mega 3-Fassung, Robocop versus The Terminator, also diese beiden Franchises zusammengebracht. Kann durchaus sein, dass es das auch in der Comic-Vorlage gab, weil Crossover waren damals natürlich das Beliebte. Drei Schwierigkeitsgrade, normal, Killer oder Wimpy. Bleiben wir auf normal, der kann mich ja hier dann nicht so beleidigen. Triggers are Fire und Jump. Es gibt also nicht so viel, was man sich aussuchen kann. Ich glaube, A, B finde ich ganz gut. Fire und Jump, genau, kann ich am ehesten damit umgehen. Und Robocop, natürlich kein besonders unblutiger Film. Da könntest du dir denken, okay, wenn Robocop hier Gegner erledigt, den man selber dann auch steuern kann, das kann durchaus auch ein bisschen härter abgehen. Aber so wie es hier abgeht, war es mir doch eine Spur too much, kann man vielleicht sagen. Aber schaut's euch mal an, Mega Drive Spiel. No? Avoid the Bullets, danke, lass dich nicht von den Kugeln treffen. Also, da laufe ich herum.
Ich kann hier schießen, ich kann rumgehen und da sind Bösewichte. Da. Okay. Hab ich's gesehen? Also, wenn ich Gegner treffe, sie zerfetzen in Blutfontänen. Na? Und alles schön, sogar vergleichsweise detailliert. Natürlich, gleiche Gegner, gleiche Blutfontänen, kann man sagen. Also je nach Gegnertyp sehen die dann so entsprechend aus. Aber die haben sich schon ordentlich Mühe gegeben, wie das ausschaut. Ne? Es reicht auch ein Treffer bei denen. Da kann ich sie schon ein bisschen so zu Moose machen. Und ja, kann man sagen, beschönigt wurde es da nicht. Ne? Also, dass man die Gegner ordentlich wegzimmern. Man kann hier sogar einen Gegner, der versteckt war in dem Zimmer, dem habe ich auch die Gardine hier blutig geschossen mit dem Restkörper von ihm. Und meine Gegner hätten eine bessere Chance, wenn sie nicht bei meinem Antlitz erstmal lachen würden. Seht ihr es? Na? Wenn mich die Gegner sehen, lachen sie erstmal. Ha ha ha. Und dann sind sie schon tot. Da. Und da kommt auch eine Pistole ab und zu mal aus dem Vorhang da raus. Die haben wir auch erledigt. So, hier. Wenn wir nochmal hier ein bisschen Babybrei oder was auch immer wieder aufnehmen. Zack, 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 zack. Die Gegner hatten eine bessere Chance, wenn sie mich direkt dann anhauen würden. Kann ich hier nochmal rüber? Nein. Ach, warte mal, aber dich können wir auch nochmal. Komm, komm, komm. Zack. Aua! Wer braucht schon noch einen Arm? Ich nicht. Einmal hier. Und auch zu Moose gemacht. Auch ein Robocop. Yikes! Hat's mich da einmal umgehauen. Auch ein Robocop kann natürlich dann sagen, hey, sieht zwar nicht so cool aus, wenn ich das mache, aber ich hange mich mal so durchs Leben. Na? Blub, 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 blub. Kann natürlich da... Oh, ballern hätte ich ja... Oh, warte mal. Oh, jetzt haben wir eine neue Waffe bekommen. Jetzt auch wieder eine neue Waffe. Oh, da haben wir einen Boss. Der kriegt schön die Granaten ran und war vielleicht kein Boss. So sagen, habe ich hier unten. Ah doch, sind wir an der Stage weitergekommen. Also für jeden Gegnertyp haben sie hier andere große Splatter-Effekte überlegt und Blutfontänen, die da rauskommen können. Das Spiel selber ist nicht so geil, würde ich sagen. Also ich habe schon ein bisschen weiter gespielt und die Level werden schon recht labyrinthisch. Es sieht gut aus. Oh, ach ja, übrigens, mit der Waffe, was ganz cool ist, ich kann, wenn ich die Geschosse losgelassen habe, tatsächlich mit dem Steuerkreuz dann das Geschoss lenken. Dass die Gegner auch dann nochmal angehauen werden. Die Level werden durchaus labyrinthisch. Und gucken, wie viel Spaß das macht, einfach eher okay. Ich dachte auch im ersten Moment, pff, Alter, sein Kopf hier nach oben weggesplattet. Da, wo die Pfeile hin zeigen, die zeigen eigentlich nur, dass man da eine Leiter hoch kann oder hier sich entlang hangeln. Aber im Großen und Ganzen ist es manchmal auch ein bisschen irreführend. Da, ich rette dich, mein Kollege. Thank you, Robocop. I live now. Jetzt bin ich da runtergefallen, muss nochmal drumherum gehen. Und so labyrinthmäßig durch Level durchgehen und den richtigen Weg finden, um noch mehr Gegner wegzuhauen, ist nicht unbedingt ganz so meins. Ne? Also da habe ich es lieber ein bisschen straightforward oder du hast ein paar knifflige Level-Einlagen, die du meistern kannst. Na? Aber hier muss ich dann aber, warte mal, kommen wir hier so rüber, ohne drunter zu fallen? Da haben wir noch einen Kollegen. So, dich müssen wir natürlich auch retten. Ein Glück, dass die unsterblich sind. Mein Gefühl ist, dass die nicht von den Bösewichten weggeballert werden können. Okay, jetzt haben wir wieder eine andere Waffe. Die ist ein bisschen härter, glaube ich, aber mit wenig großer Reichweite. Jetzt bin ich in ein Haus reingekommen. Gehen wir hier mal weiter. Robocop-Spiele selber. Handvoll habe ich auch schon mal anderswo gezeigt. Es gibt ein paar interessante. Ne? Robocop 3 habe ich zum Beispiel unter Spielen, die ihrer Zeit voraus waren, mal hier drin gehabt. Es war quasi auf dem Amiga auch rausgekommen, so ein polygonales, frühpolygonales Game, was verschiedene Teile der Robocop-Arbeit sozusagen dann abgebildet hat mit für damalige Zeit aufwendig gestalteten Polygon. Zum Beispiel ganz interessant, es gibt einen Japan-exklusiven GameCube-Ego-Shooter mit Robocop. Den muss ich euch bei Gelegenheit mal präsentieren. Das ist ganz strange. Das ist auch eben GameCube. Könnt ihr absehen? Wollen wir GameCube? 2002, 2003 oder so? Also auf jeden Fall Anfang der 2000er oder so, wo Robocop eigentlich schon längst kalter Kaffee war. Ein kalter Babybrei. Und die Lizenz wohl nicht mehr so viel gekostet hat. Trotzdem haben sie dann noch einen Japan-exklusiven GameCube-Ego-Shooter da rausgebracht.
den Typen wird es echt besser gehen, wenn die nicht anfangen zu lachen einfach. Sondern einfach direkt schießen. Oh, der Typ ist schon vorher Projektil gewesen. So, runter. Jetzt müssen wir mal suchen. Irgendwo habe ich bestimmt irgendeinen, eine der zu rettenden Geiseln verpasst. Die war's nicht. Na, oh, da ist einer. Sind das jetzt genug? Kann ich schon raus aus dem Level? Oh, da ist noch einer. Yeah, thank you, Robocop. You're the best. Noch ein. Oh, jetzt haben wir die alle in der. Richtig gut. Und vielleicht haben wir Glück und finden irgendwo noch einen. Noch ein bisschen Babybrei hier. Ging das Spawn auch hier so ein bisschen? Na, müssen wir mal. Oh, da ist noch einer. Einer von den Diggies. So. Der kippt nach vorne um. Und blutet richtig aus. 24 Stunden offen. Da! Terminator! Nee! Ist wieder aufgestanden. Ein Glück, dass er sich nicht ducken kann. Steht schon wieder auf. Oh, jetzt Exoskelett! Boah, es explodiert! Stage clear, Robocop Health Bonus. Haben wir nicht nur die Leute gerettet, sondern den Terminator, aber dann war es das mit Terminator, oder? Dann steht er noch nicht nochmal auf. Unser guter Freund. Robocop Mission Bonus. Take out the security cameras. Na gut, bis hierhin reicht's. Ich glaube, da haben wir genug Leute zu Blutfontänen verarbeitet in Robocop versus The Terminator. Oh, warte mal, Moment, können wir trotzdem noch mal reingehen, Regie? Schaut euch mal die Warteanimation. Guck mal, wenn ich nichts mit Robocop mache, geht's rein zu zoomen oder ist es jetzt zu viel technisch verlangt? Weil ich finde, diese Animation ist ja sehr cool, ne? Da fängt dann wieder, wie im Film, mit seiner Beinkanone da an zu spielen. Holt sie aus dem Bein raus und dann macht er mal wieder rein. Da ist schon echt schön Aufwand mit reingetan. Da schlägt so das Roboter-Fan-Herz ein bisschen höher. Na, ich guck mal hier. Aus dem Bein die Kanone und dann, jawohl. Das ist schon ganz cool. Bleiben Sie stehen, sonst schieße ich Ihre Hoden zu Klump. Hat er gemacht. Okay, ja, Robocop versus The Terminator. Cop. Bleiben wir bei Cop. Mal gucken, wie ich mir die Überleitung hier legen kann. Und das nächste Spiel, was wir uns anschauen, ist ebenfalls vom Mega Drive und hat auch das Wort Cop im Titel, aber es ist der Techno-Cop. Und dieses Spiel war auch für lange Jahre indiziert sogar, vor einigen Jahren vom Index runtergekommen. Wir gehen aufs Ingame drauf. Techno-Cop, da seht ihr ihn. Oh Gott, der Techno-Cop. Was hat er nur schon wieder ausgehackt? Techno-Cop ist ein Genre-Mix. Einerseits ein Rennspiel. Seht hier, oder so ein bisschen Roadblaster-Style. Es fängt an mit Passagen, wo ich Gas geben kann und fahren kann. Hab dazu noch eine Schussanlage. Und es ist so, dass ich, ihr seht, hier unten wird es gerade auf der rechten Seite angezeigt, ich muss zu Tatorten fahren. In einer Roadblasters-ähnlichen Zukunft, wo ich einfach alles aus meinem Weg baller. Und dann, ich habe immer natürlich noch eine limitierte Zeit, wie ich da hinkommen kann. Obwohl deine Uhr mitläuft, ich habe 4 Minuten gerade stand da, die ich noch habe, um zur Crime Scene zu kommen. Aber es sind keine reellen 4 Minuten, sondern sie vergehen viel, viel schneller. Muss ich erst einmal also fahrtechnisch dahin schaffen. Nicht schlecht, also dass man nochmal sowas mit reinpackt. Es ist auch nicht ultra hardscore schwer. Da gibt es ja andere Games, die so einen Mix gemacht haben. Es gab ja dieses Mad Max-artige Game, was die Lizenz einmal hatte und dann wieder nicht mehr Outland, oder wie es hieß damals, habe ich ja auch mal vorgestellt. Wenn man angekommen ist, kommt man zu Sidescrolling-Sequenzen. Und der Sidescrolling-Part. Oh, bin ich jetzt hier da? Bin ich schon angehalten? Ich muss jetzt anhalten. Dead or Alive Pulling Over Now. Kommt man in die Sidescrolling-Sequenzen und das ist mit meiner Michael Jackson-Jacke, die ich hier anhabe. Und der Junge freut sich da hinten. Da werdet ihr gleich sehen, dieser riesige Arm da unten, ey, so ein bisschen hier Fallout-Style, warum das Spiel auf dem Index gekommen ist. Also, ich kann meine Pistole rausholen, den Jungen schießen wir natürlich nicht, sondern danke fürs Retten, aber. Ich schieße die Gegner
Warte mal, oh, der Typ hat den Jungen auch weggezimmert. Okay, auch schon mal etwas. Also, die Gegner zersplattern nicht nur zu Klump hier mit meiner Superpistole, sondern sie zucken danach auch noch ein bisschen. Ja, wir sind natürlich jetzt hier in der Drogenhülle, während wir dem Michael Jackson-Imitator hier dann zuschauen. Dead or Alive Rules, wie auch immer da. Steuerungstechnisch ganz, ganz schrecklich. Da eine leichte Frau, wie man es nochmal bezeichnen will, die hier in der Drogenhölle, wo sie Punk an die Wand geschrieben haben. Kann ich überhaupt in die Räume rein? Nein. Und während ich hier alles zersplatter, muss ich mal gucken. Genau, ich kann auch springen. Ah, und ich kann wechseln zwischen nicht nur der Pistole, sondern ich habe auch ein Netz, was ich einwerfen kann, um Leute zu fangen. Kann ich die Beatbox mitnehmen? Natürlich, das gibt Geld. So, Aufzug. Level so ein bisschen aufgebaut. Okay, Gegner habe ich jetzt gefangen, wenn wir das so machen wollen. Aber who cares, wenn wir die Kanone haben. Ich habe natürlich jetzt auch viel zu lange gebraucht mit den Erklärungen. Jetzt habe ich den Criminal nicht mehr erwischt, der natürlich längst weggefahren ist. Und ich krieg 0 Points. Hat ein bisschen was von so klassischen Side-Scrolling-Action-Games, wo man dann hier erstmal den Gegner suchen muss. Ach, das ist hart. Das ist hart. Da kann ich auch verstehen, wenn die BPJS damals das kurz angeguckt hat, gesagt hat, hier, Klaus Dieter vom Jugendamt hat sich hat Bescheid gegeben, schaut euch mal das hier an, na, wie gewalttätig ist. Und mit ihren Lederpeitschen, mit denen sie mich hauen, war es das? Nee, da stehe ich wieder auf. Dass sie es dann auf den Index gesetzt haben. Oh, jetzt wirft er mit Ninja-Stern auf mich. Und ich finde immerhin interessant, es ist gut geheizt hier in der Drogenhöhle. Ne? So eine richtige Heizung hier noch da. Aufzug noch hinten dran. This side up. Boah, für den ist alle Hilfe zu spät, ja. Punk. Oh, jetzt hat's mich aber. Nee, noch nicht gefetzt. Reloading. Gucken, wo wir hier rauskommen. Kann ich gut vorstellen, warum das dann direkt auf dem Index gelandet ist und andere Spiele nicht. Das war ja immer so zu der damaligen Zeit. Das ist mein Geld. Jetzt ist es mein Geld. Jetzt habe ich das Drogengeld dann mitgenommen, während die Leichen hier noch rumliegen. Und dann fahren wir wieder raus. Wobei, ich würde sagen, es reicht, weil jetzt wieder aus dem Level hier rauszukommen. Aber so ist es, ne? Manche Games geraten dann ins Fadenkreuz der Bibliothek, wenn entsprechend ein Antrag eingegangen ist damals und dann auch passenderweise auf dem Index gesetzt. Hat sich dann 25 Jahre keiner drum geschert, bis es vor ein paar Jahren dann vom Index wieder gestrichen wurden, sodass wir es nicht nur spielen können, sondern auch hier ganz ruhig zeigen können. Und das letzte Spiel, oh, das heute konzentrieren, wir bleiben ebenfalls wieder auf dem Mega Drive. Und ich war im ersten Moment irritiert, weil ich dachte, hä? Donkey Kong Country sieht aber jetzt ein bisschen anders aus. Ne? Weil, korrigiert mich auch da, falls ihr einen anderen Eindruck habt, aber mein erster Gedanke war Donkey Kong Country, wo ich das Spiel gesehen habe. Aber eben brutal und anders. Wir gehen aufs Ingame drauf. Was wir jetzt hier haben, ist das Spiel Doom Troopers, heißt es. Mutant Chronicles anscheinend, also eine Lizenz, wo das drauf besteht. Wahrscheinlich ist es Comic, ist es eine Filmvorlage? Ich bin mir nicht ganz sicher. Na, wieder eines dieser Franchises, das als Vorbild genommen habe, wurde Doom Troopers. Für das erste Mal ist die Menschheit kurz davor, von den marodierenden Kräften der dunklen Legion ausgelöscht zu werden. Monster wollen Menschen. Dann hauen Mutant Chronicles, Doom Troopers, One-Player, Two-Player Options. Und das Spiel, was wir gleich sehen werden, ist so ein Mischbetrieb zwischen den beiden Games, die wir bisher hatten. Attack, Fire, Jump. Nee, ich würde Fire, Jump, Attack gerne haben. Fire, Jump, Attack, genau. Damage Other Player kann uns jetzt erstmal relativ egal sein, weil wir spielen den Singleplayer hier. Also, und können uns dann einen supergeilen Mega Drive Render-Charakter wie Mitch Hunter. Ist Mitch Hunter nicht der Name von Jennifer Lopez aus South Park? Hallo, ich bin Mitch Hunter. Oder ich bin Tacos, Tacos, Burritos, Burritos. Tacos, Tacos, Burritos. War's Mitch Hunter? Oder war's Mitch Cobra? Ich weiß nicht, Mitch Hunter ist es auf jeden Fall. Aber wir haben auch Max Steiner. Der mit den Steinen. Nehmen wir Mitch Hunter, komm. Alles gut. Demognosis auf der Venus, whatever. Und da sind wir bei Donkey Kong Country angekommen. Ich habe eine Knarre, mit der ich ballern kann. Ich kann schießen und ich kann angreifen hier. So, laufen wir durch. Hey Gegner, wo seid ihr? Da! Okay! Ich hab ihm den Kopf abgeschossen, der ballert trotzdem weiter. Hier auch. Kopf weggeballert. Fällt er irgendwann von alleine um? Schießt in alle vier Richtungen. Den Körper, der hält's noch lange ohne den Kopf aus.
Also man sollte lieber auf Nummer sicher gehen und da nicht nur den Körper, den Koffer legen, sondern auch den Körper. Ey, und echt diese Location, die ist super Donkey Kong Country. Und hier wurde ich auch in Kleinteile zerberscht, zu Käseblut zermischt, direkt vom Messerschlangenmann. Man muss auch sehr aufpassen. Ja, Mega Drive Kids damals, die konnten schon ordentlich brutale Action hier haben. Na, also auch mit dem gewalttätigen Donkey Kong Country hier. Na? Na, komm auf die andere Seite rüber. Hier, ich hau dich mal. Habt ihr das gerade gesehen? Ich habe ihn so gehauen, dass sein Kopf hier oben noch hängt und die Insekten da noch drum hängen. Oh, jetzt habe ich meine Kugeln verloren, aber deshalb haben wir auch den Angriffsknopf hier, wo wir auch einmal schlagen können. Als Alternative. Wir müssen immer gucken, dass wir genug Kugeln aufnehmen. Also Mega Drive Kids hatten schon mehr als genug Gelegenheit, da mal ein bisschen. Aber schau euch das an. Da! Der Kopf da immer noch rumhängt. What the hell? Das geht richtig ab. Immerhin. Steuerungstechnisch geht's einigermaßen. Wollte ich gerade sagen und ich falle mitten in die Todesfalle da rein. Habe ich noch ein Leben? Ist schon bei den Continuous angekommen. Okay, lass uns mal vielleicht mal ein bisschen eleganter hier durchgehen. So, zack, zack. Zack. Zack mit dir. Der hier hat uns einiges gekostet, na? Ach, der ist aber auch gefährlich. Da, oh. Jetzt ist er so umgefallen statt unten. Er ist ja auch noch verschiedene Animationen für alle. Also hier haben sie sich auf jeden Fall schon bluttechnisch mehr Mühe gegeben als bei Body Count, was wir vorhin hatten, das Lightgun-Ding. Da kann man schon ein bisschen mehr. Ja, wahrscheinlich klappt das hier auch jetzt. Oh, holy shit. Okay, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir über diese hier vorne rausgehauen. Das ist nicht cool. Na? Vorsichtig. Ja, ich muss mich hinknien wahrscheinlich und dann erstmal ballern, bevor die weggehen. Holy shit, ey. So. So, ich gehe wieder rauf. Der ist im Wasser. Oh. Jetzt hast du mich ins Wasser gefetzt. Aber gut. Ich hätte vielleicht einen halben Meter weiter geschafft, aber reicht dann auch genug von gesehen. Ja, und das war Doom Troopers. Wir haben eine Serie an Spielen jetzt mit Robocop vs. The Terminator, Technocop und Doom Troopers, die schön in 16-Bit-Splatter-Zeiten sich mal richtig ausgedrückt haben. Leute, von all den Spielen, die wir hier gesehen haben, war irgendwas für euch dabei, wo ihr sagt, Mensch, das ist doch mal eine Game für mich, ein Spiel, was ich mal zocken kann. Auch über Weihnachten oder wann auch immer ihr die Folge dann schaut, ist, ja, kann man ja gerne mal machen, zum besinnlichen Fest mal ordentlich die Sau rauslassen, digital, und ordentlich Action machen. Schreibt's gerne in die Comments mit rein, wenn irgendeins der Spiele euch hier mit am besten gefallen hat und natürlich wie immer auch, wenn ihr irgendwelche Empfehlungen habt. Des Weiteren, ihr wisst Bescheid, abonnieren, Glocke, Rocket Beans TV, Instagram ist das, ne? Und liken für die Leute, die Facebook überhaupt noch haben. Installiert und abonniert und alles drum und dran. Ansonsten aber hoffe ich, dass ihr unterhalten wart von dieser Folge, informiert und natürlich auch bespaßt. Ich war euer Gregor, schaut beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt Retro Club. Ich muss gar nicht jetzt nach Ausstrahlung mal gucken. Irgendwo ist noch ein Future Club mit dabei, der auch noch produziert wurde oder produziert wird, je nachdem, wann ihr schaut. Also, falls ihr den verpasst habt, achtet auch drauf oder passt auf, dass ihr ihn nicht verpasst. Ich war der Gregor, ich sage Tschüss. Bis dann.